Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Mount & Blade 2 Bannerlord mit dem Franz Josef hier in Warschek sind wir aktuell und ja, haben passiert beim letzten Mal immer noch im Krieg mit dem Königreich Sturgia, ne? Die sind immer noch hier, widerspenstiger Widerstand leisten, wobei, wenn man so das anschaut, was die gefangenen Fürsten angeht, da haben wir ein klares Plus mit 16:0, also Sturgia wird ja wenig Freude haben im Moment in diesem Krieg, die haben ja auch ein bisschen bei uns rumgeplündert, das ist ihnen allerdings leider, also für sie leider zum Verhängnis geworden, ne? Das hat uns sehr gefreut. So, wir schauen mal weiter, was so im Osten passiert, denn da sind zwei Armeen unsererseits am Start und da werden wir vielleicht mal ein bisschen unterstützend tätig werden, währenddessen unsere Frau Lena, meine ich, noch auf Mission ist, oder? Ja, genau, schau an, die ist noch mit 19 Mann unterwegs. Auf Mission. Die macht gerade ihr eigenes Süppchen. Ah, wen haben wir denn da? Ein Kollege aus Sturgia. Ja, den werden wir doch gleich mal heimleuchten. Zack. Stop there, Stranger. Willkommen. I bid you peace. Waschorki. Na, servus, bin der Franz Josef, wir sind im Krieg, auf geht's auf die Mütze und guten Abend. Heieiei, da kann er gleich mal einpacken, der Kollege. So, der wird jetzt vermutlich mit seinen 20 Handlampen nicht wirklich auf uns zukommen, also würde mich zumindest sehr überraschen, falls doch. Deswegen... vielleicht sollte ich hier auch mal ein bisschen ausdünnen, ne? Komm, wir dünnen hier mal aus. Das ist mir irgendwie... am Ende ralle ich es nicht mehr. War, wer, wann und wo. Deswegen, wir konzentrieren uns mal auf 1, 2 und 3. 1, 2 oder 3, genau. So. Da kommt der Franz Josef rein. Das macht das Ganze dann hoffentlich ein bisschen einfacher. Also einfacher. Mal schauen. Da oben sind die Burschen. Okay. Die kommen daher. Die kommen daher. Und die kommen mir hinterher. Auf geht's. Okay, die verschanzen sich da oben. Das ist natürlich nicht lustig. Ja, das habe ich mir gedacht. Die gehen da in Stellung. Okay. Okay, dann machen wir es anders. Alle mir hinterher. So, das sind die Bogensch... oh Gott. Ich habe nicht aufgepasst. Da habe ich jetzt zwei Infanteriekollegen dabei. Aber ist egal. Ist okay, dann ist es so. Kann man nicht ändern. Stellen wir da unten hin. Naja, es sind ja bloß 20 Hansel, ne? Ist ja... sollte jetzt nicht so das ultimative Problem werden. Ja, klar, Franz Josef, hallo. Bist du Bergsteiger mit deinem Pferd? Was ist los? Hast du Steigeisen statt Hufeisen? So, Kavallerie kommt aber hier. Mir hinterher. Infanterie greift an. So, da werden sie hoffentlich gleich zugeschissen. Oder auch nicht. Okay, alle rein. Na, da unten sind die Bogenschützen, die haben nur ein bisschen reingehalten. So, jetzt aber. Sauberes Dübeln. Eieiei. Na dann, das ging schnell. Keiner gestorben. So muss sein. Ja, willkommen bei uns. Ne, da ist lustig, da ist schön, da gibt's was zu essen. So muss das. Ein paar Gefangene mitnehmen. Ja gut, wir haben keinen Platz mehr, aber ist glaube ich nicht so schlimm. So, hast du was zum Plünder dabei? Was ist denn das hier? Ein lappriges Kettenhemd. Na, steck mal einfach mal alles ein, genau. Wir stecken einfach mal alles ein. Okay, so. Das ist dann die Nummer 17, wenn ich es richtig gesehen habe. Nee, ich habe mich verschaut. Wobei, das waren doch, da stand doch 16, oder?
Stand da 12. Ich habe gedacht, da stand 16. Ja, okay. Gut, vielleicht habe ich mich auch verschaut. Und oder in der Zwischenzeit sind ein paar geflohen. Das kann natürlich auch sein. So, warum wackeln jetzt die Armeen hier rum? Das verstehe ich nicht. Warum greifen die nicht weiter an? Sehr seltsam. Meine Herren, was macht ihr denn? Ich laufe mal Wartins Armee hinterher. Na, falls sie ein Backup brauchen. Man weiß ja nie. Die Burg Off, ja. Ah, schau mal, wer da kommt. 800 Mann, sehr gut. Der Ragavaz, der Chef von Sturgia. Der will die Stadt Omar wieder haben, vermutlich. Da sind 1100 Gefangene drin, seid ihr bescheuert? Ihr könnt doch nicht 1100 Gefangene dahinstellen. Doch, das geht. Ja, genau. Na, wenn die rauskommen, der lacht sich tot. Der sagt, vielen Dank für 1100 tapfere Krieger. Frisch und ausgeruht. Das kannst du nicht machen, Junge. Wenn die zwei Armeen jetzt sich hier zusammenschließen, das wär's natürlich. Okay. Vielleicht können wir den hier erwischen. Was hat der dabei? Altkrieger. Ein paar Bauern, was? Heieiei. Ja, den holen wir uns, komm. Ach, der ist in die Stadt abgehauen, du Feigling, buh. So, und warum rennt der Idiot jetzt da weg? Der rennt nach zum Belagern, so, Depp. Jetzt kommt er, okay. So, ich halte hier den da unten so lange ab, solange ich hier stehe, dass der hier nicht verstärkt. Jetzt kommt die Armee zum Unterstützen. Das sieht doch gut aus. Jawohl, jetzt sind sie kaputt. Jetzt sind sie kaputt. Okay, und jetzt springen wir mit rein. Genau, jetzt gibt's Getübel. Jetzt ist wieder dunkel, gell? Das ist blöd für euch. Für mich auch, aber für euch auch besonders. Soldiers! Sieht man wieder nichts. Ach, schön hier im Wald, natürlich. Ja, wobei am Waldesrand, da geht's ja noch. Okay. Ich mach mal noch nichts. Ich mach schon mal, was die anderen machen. Ich sehe gerade, ich habe auch gar nicht so viele, nee. Okay, dann mir nach. Diese tapferen paar Handlampen da, mir nach. Das ist schon mal hier. vier Leute, jo. Oh, da kommt noch einer. 5, jawohl. Stark. Ja, ja, das ist es, wenn du nicht selber die Kontrolle hast, gell. Da brauchst du nicht kommandieren. Ach komm, wisst ihr was? Macht einfach, ne. Genau, macht einfach. Da mache ich jetzt hier den guten alten Dübel Franz Josef. Vollgas! Hurra! Hurra und Angriff, jawohl. Das, was er so gerne macht und nicht kann, aber das ist ja wurscht. Einfach ein bisschen Chaos stiften. Sich so verhalten, wie keiner mitrechnet. Einfach total schräg. Zack! Genau. Ein bisschen die feindlichen Truppen hier verwirren. Das kann er, der Franz Josef. Da ist er ganz toll drin. Ah, schimmlige Bogenschützen hier. Was ist denn das? Ja, was ist denn das? Franz Josef, jetzt hier halt auf. Nimm mal als Schwert. So, und den Kollegen da vom Pferd bügeln oder so. Hallo? Ja, Sapperlot. Ja, jetzt reitet der wieder hier so ganz schräg durch die Gegend. Oh Mann. Wie ich das Ding hab, so. Triff ich wieder nix. Also dann. Truff. Da sind die Burschen. Ja, da, schau an. Kein Getöteter. Ich bin entsetzt. Ich bin total... Verdammt. Absteigen, Franz Josef. So geht's nicht. Komm, mindestens einen müssen wir töten. Jawohl. Hey, du... Dreckiger Bogenschütze. Bist du doof? Du kannst auch nichts. Du Held. Zack. Jawohl.
Zack. Hä? Hörst du auf? Hey du, Schimmliger. Schildträger. Bannerträger meine ich. Da, scheiß Bogenschützen. Hinfort mit euch. Zack und zack. Bist du bescheuert? Der hat mich gehauen. Ja, das war sein Verhängnis. Das war sein letzter Fehler. Puff, genau. Okay. Schlimmste abgewendet. Dreckige, verlauste Bogenschützen, die Bälzige. Was war mein Pferd? Warst du mein Pferd? Nee. Du bist auch nicht mein Pferd, oder? Nee. Wo ist mein Pferd? Ferdinand, geh her jetzt. Du, da, da ist mein Pferd, jawohl. Hurra! Zum Angriff, jawohl. Da sind noch ein paar. 100 Leid, jawohl, auf geht's. Da kommt Freude auf. Und zack. Ui, da kommt die Verstärkung. Da muss ich jetzt nicht direkt reinreiten, das könnte echt unangenehm werden. Okay, wir halten uns mal ein bisschen zurück. Lassen die Schützen hier mal ein bisschen machen. Warten, bis die hier so auf uns zukommen. Vielleicht so ein bisschen an der Seite flankieren. Bisschen ärgern. Ah, verdammt, verlauste Schildträger hier da. Genau, rennt alle auf mich zu, dann können die Schützen richtig schön reinhalten. Eieiei, das tat weh. Noch so ein kleiner hier. Ach Gott, jetzt treffe ich den nicht mal, ist ja peinlich. Was macht ihr da drüben? Zum Angriff, Kavallerie, Mensch. Ach, ich habe nichts zu melden, stimmt, ich vergaß. Ich habe ja nichts zu melden. Jawohl, da, schau mal hier, der nächste Respawn. Ja, ja, piek, piek. Und immer schön auf die Mütze und immer schön auf die Mütze. Ja, herrlich. Absteigen, Franz Josef, Ferdinand, bleib. Achso, ist ja kein Hund, aber, ne, weiß der selber. Da, zack. Jetzt kommen die blöden Reiter, aua, verdammt. Da bleiben! Aua! Bist du blöd oder was? Hallo? Ja, der haut ab! Du nicht! Mein Freund, du nicht! Ich glaube, das war's, oder? Ja. Wo ist mein Ferdinand? Da ist Ferdinand. Auf geht's! Der Feind flieht, jawohl! Kein Wunder! Kann ich total verstehen. Da ist er, der fliehende Feind. Da, da war er, wollte ich sagen. Zünde deine Kerze an hier! Eieiei! Jawohl, keine Verluste bei mir, sehr schön. Immerhin. Warte, dem haben wir es ganz schön gegeben. Na, du freust dich, dass wir dir geholfen haben? Ja, ja, sicher, sicher. Da, von den ganzen Pfeifen brauchen wir keinen. Das ist ja auch nur wieder Plunder hier, Mensch. Das steckt mal ein. Da haben sie nichts dabei. Plunder, Plunder. Ah, das wird gespendet. Zack, jawohl. Lauter Plunder hier. Ah, ein sturgianischer Speerträger können wir rekrutieren. Das ist doch schön. So muss das. So, dann mal den hier und den hier. Herrlich, so, da haben wir wieder einen batarianischen Bogenschützen. Batarianischen, nicht batarianischen, Entschuldigung. Und einen sturgianischen Speerkämpfer, jawohl. Ja, ja, ich weiß, dass ich zu viel gefangen habe. Na und? Ist mir doch egal. So, meine Entscheidung hier, verdammt. So, was macht er jetzt? Wollte er nicht hier. Ach, mein Gott. Ja.
Ich bin der Held. Omor, natürlich. Ich hab gedacht, die gehört uns, die Stadt. Deswegen war ich jetzt gerade so irritiert mit den 1100 Gefangenen. Hey, warum greifen wir nicht Omor an? Da befreien wir Gott und die Welt. Viele, viele Gefangene befreien wir da. Wollen wir nicht, gell? Na gut, okay, dann halt nicht. Wäre aber interessant, die Stadt. Wenn ich eine Armee ausrufe, wen kriege ich denn da alles? Okay, den würden wir kriegen. Den Galter, den würden wir kriegen. Dann haben wir noch... Der kostet nur 5, da werden ein paar Luschen drin sein hier in dem seinen Truppen, ne? Wenn der so günstig ist. Der Unteri, 3 Tage braucht der, was? Jesus, ey. Ja, mach mal. Wir versammeln die Armee, Franz Josef. Auf geht's. Ah, wer kommt da denn? Aha, die rennen in die Stadt, das ist gut. Waschorik ist entkommen, Frechheit. So, was, Lösegeld? 5000? Ja, ist okay. Na, der Krieg wird eh bald enden und dann kriege ich kein Lösegeld mehr. So, da kommen die ganzen Truppen, jawohl, sehr gut. Immer schön vorbeikommen. Zu essen haben wir genug, gell? Ja, ja, hätte ich vorher schauen sollen. Zum Glück habe ich noch geschaut. Landianischer Feldwebel ist auch mit dabei. Da kommt noch jemand. Jawohl. 600. So, da kommt der Erdur. Wie heißt der? Erdurand. Da kommt der Volerik. 800 gegen... Ja, ein bisschen will ich noch. Da fehlen doch noch ein paar, oder? Ja, 2 fehlen noch. Aber zumindest blockiere ich so ein bisschen die Feinde hier. Na, wir haben auch 2 Söldnertruppen hier in der Stadt und einen Adeligen, den Oleg. Die können in der Zeit nicht raus. Was machen unsere Freunde da oben? Ach, die betteln hier oben wieder ein bisschen rum. Ist okay. So, komm, die letzten 2 brauchen wir noch. Aber wir könnten eigentlich schon mal belagern, ne? Das könnten wir schon mal machen. Medizin haben wir nächstes Upgrade. Was haben wir denn da? Bei Verlusten durch Belagerungsbeschuss besteht die Chance von 50%, dass das Ziel nicht getötet, sondern nur verwundet wird. Okay, die Chance, sich in Belagerungsangriffen von tödlichen Wunden zu erholen, steigt um 30%. Oder Tierarzt, 30% Chance pro Tag ein lahmes Pferd zu heilen. Zu teilen, genau. Da machen wir Salami draus. Nach Schlachten besteht eine Chance von 50%, dass ihr ein Reittier einer verlorenen Kavallerieeinheit zurückerhaltet. Ach so, jetzt, ja, verstehe ich. Wenn eine Kavallerietruppe stirbt, habe ich zu 50% eine Chance, dass ich das Pferd ins Inventar bekomme. Ja, ist super, will ich haben, natürlich. Klar, Pferde sind teuer. Aber sowas von. Okay, Belagerung starten. Der Kollege Servik, der wird schon noch kommen. So, was verkleidet euch schlecht durch das Tor? Nichts wird verkleidet. Geht zum Tor und grüßt. Hallo, ich bin der Franz Josef, hallo. Nein, ich belagere natürlich, ist ja klar. So, dann machen wir gleich mal hier den hier. Eine 3er-Festung haben die, also 3er-Mauerstufen, ne? Also gut ausgebaut, mit gut Deckung. Habt ihr in den Kommentaren geschrieben. Machen wir hier gleich mal so ein bisschen Ausbaute. Da. Balgard wurde eingenommen, jawohl. Balgard ist unser... Da, wo bleibt jetzt da die letzte Handlampe? Ich wollte es gerade sagen. Jetzt kommt er hier. Mein Gott, viel zu spät. Okay. Das ist gebaut. Was ist jetzt? Achso, Balgard. Ja, wer bekommt Balgard? Der Berikan. Ja, von mir aus. Ja, kriegt der Inke Alter. Auch wenn er es nicht kriegt. Aber ist wurscht. Wir bekommen Ansehen. Genau, plus 8. Alles klar. So, baut das Zeug mal. Okay, da wurde mir gesagt,
Das Ding hier wird in der Zwischenzeit ja angegriffen. Ich kann aber hier sagen, zur Reserve versetzen. Dann können sie nicht. Oder dann können sie nicht drauf schießen. Das soll ich machen. Also zur Reserve versetzen, bis hier alles gebaut ist. Dann packt man es wieder aus und dann gibt es zum Angriff. Und dann haben wir die Belagerungsmaschinerie hier am Start. Können wir gleich mal ausprobieren. So, jetzt packen wir den hin. Da packen wir den hin. Jetzt ist alles klar. Und jetzt... Ah, das trifft sich hervorragend. Frau Lena ist wieder da. Schätzelein, du kommst genau rechtzeitig zu unserem Gekloppe. Sei mir ganz lieb willkommen, liebste Frau. Okay, wir können noch zwei Gefangene... Ja, das machen wir doch. Zwei Gefangene an den Start bringen. Sturgianischer Reihenbrecher und ein imperialer schwerer Reiter. Das sieht doch gut aus. Okay. Dann würde ich sagen, zum Angriff, natürlich. Was denn auch sonst? Zum Angriff. Holen wir uns die Stadt. Okay. So, das sieht jetzt wieder sehr abenteuerlich aus. Das will ich alles nicht. Da kommt Infanterie, Bogenschützen und da kommen die... Ach, was weiß ich. Bartulf der Schmied, wer ist bei uns Schütze? Wer war denn bei uns Schütze? Wer kann denn das? Hier. Idruna, genau. Idruna kann das. Also, dann machen wir hier. Okay, genau. An die Commanders übergeben. Und auf geht's. Da ist der Belagerungsturm da drüben. Und da haben wir die ganze Belagerungsmaschinerie. Sehr schön. Ja, da drüben hier dieser Triebock oder was das ist. Na, Konrad Kieser wäre stolz auf uns. Wer Konrad Kieser nicht kennt, der hat unser Kingdom Come Deliverance Let's Play nicht gesehen. Kann ich nur empfehlen. Konrad Kieser. Mhm. So, oderle. Wo sind die Burschen? Da oben hier, schau mal. Na. Ah je. Da bist du ja wie auf dem Präsentierteller hier. Da kommt die Belagerungsramme, jawohl. Der Rambock. Ha! Na, er da drüben ist ein ganzer brandgefährlicher, oder? Ha! Triffst du gar nicht, das ist ja schrecklich. Jetzt ist er kaputt. Es war eine gute Idee, diese Belagerungsmaschinerie zu bauen, glaube ich. Das kam richtig gut. Unsere Bogenschützen kriegen auch einiges ab. Oh, ja, ja, nicht gut. Jawohl. Schön auf die Mütze hier. Komm. Zack, guten Abend. Okay, da drüben hat sein Dach verloren. Ja. Jawohl. Der ist weg. Der ist weg. Ah, der war drüber. Mist. Das gibt's doch nicht. Sag mal, dass ich den nicht triff. Jetzt aber. Jawohl. Geht doch. So, da wird geklöppelt. Klopf, klopf. Ah, ein Klopf, klopf Witz. Haha. Oh je. Klopf, klopf, wer da? Franz Josef, wunderbar. Hurra.
Jawohl. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr, du Verschwender. Männer, auf geht's. Auf. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Genau, in 2 Wochen ist Weihnachten. Auf geht's. Nicht mehr ganz sogar. Ne? Adventszeit ist ja schon zur Hälfte rum. Wirft da oben einer Steine? Genau, fällt mir gerade so ein. Aufpassen. Zum Angriff! Jawohl! Durch sind wir! Zack! Hinein da! Dreckige Bogenschützen oder Armbrustschützen kaputt machen! Gehen wir da hoch hier! Jo! Genau, mit dem wilden Kampfgeschrei geht es gleich doppelt so gut! Falsch abgebogen hier, verdammt. Na? Oh, Pfeile, jawohl, Pfeile, ist gut. Meins. Lang hin, Franz Josef. Ja, da ist ja noch einer, ja, Sapperlot. Den muss ich ja gleich mal hier begrüßen. Hallo. Aua, bist du blöd? Eieieiei. Jetzt aber, ich wollte gerade sagen, und du mal das blöde Schild hier weg da. Ist ja sehr schwierig. So, die waren da unten. Boah, Alter, hör auf, mich zu schießen, hier ist niemand mehr. Waren den Franz Josef kaputt hier mit ihren lächerlichen, unpräzisen Schützen da? Zu den Mauern! Ja, Sapperlot! Ja, Sapperlot! Ui, jetzt geht's aber los, du. Jawoll! Jawoll! Zack! Muss ich langsam aufpassen, ein bisschen, ne? Mit seinem scheiß Schild hier, mit ihren dicken, breiten Schilden, das ist natürlich. Uiuiuiuiuiuiui. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen taktischen Rückzug machen hier. Ein bisschen auf Fernkampf umstellen. Oh, aua, der tat weh. Jawohl, ins Knie. Das gute alte Knie. Ah, auch ins Knie geschossen, jawohl. Ja, Sapperlot. Aua, nicht aufgepasst. Immer dieser dreckige Respawn im Rücken. Ey. Das geht ja gar nicht. Au, 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 au. Das ist so schlecht, ey. So. Die immer im Rücken spawnen, du. Das habe ich so dick. Jetzt hat der Franz Josef nichts mehr zu lachen, ne? Der ist jetzt gleich kaputt. Der kann jetzt nur hier so ein bisschen noch lame rumhampeln. Mehr kann er nicht mehr. Ah, verdammt, da hat's dann erwischt. Den Franz Josef, aber gut. Zumindest ein bisschen Verwirrung hat er gestiftet. 20 Leute hat er mitgenommen. Ja, ist okay. Also dann. Mal vorsprühen hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass. Ah ja, jetzt. Okay. Von unseren Jungs sind noch total wenig dabei, oder? Könnte es sein? Bis jetzt. Also von unseren Truppen sind bis jetzt wenig in der Schlacht. Ja, es sind aktuell 3 dabei von unseren elitären Truppen. Ja. Jetzt haben wir es. Keiner gestorben bei uns. You whip the bastards, genau. Sehr gut. Sehr hübsch, denen haben wir es gezeigt. Ja, dann, den Rest muss unsere Mannschaft machen.
Sehr gut. Keiner gestorben bei uns. Sau stark. Ah, und schau mal hier. Jede Menge Leute befreit. Ah, hervorragend. Jawohl. Gleich mal einstecken hier und die Gefangenen einstecken. Zack. Passt. Und den ganzen Blödsinn hier. So, das kommt mit. Und das hier. Pferde haben sie gar keine, oder was? Frechheit. Das ist Müll. Das ist. Das ist auch Müll. Müll. Müll wird gespendet. Zack, schwupp. Plündern. Natürlich wird geplündert. Logisch. Haha, gut für die Moral. Jetzt, was? Jetzt finden sie es wieder alle doof. Wieso denn? Achso, das sind die Feindlichen, oder? Waren das die Feindlichen? Soll ich da mein Ansehen? Enzyklopädie? Minus 6? Warum habe ich mit dem minus 6? Ist der bescheuert? Der hat hier mit belagert. Das muss doch alles, also wirklich. Zur Festung gehen, da schau mal. 55, 55, 52, 52, 52, 31. Minus 6, Servik. Warum denn? Minus 6, was ist los mit dir? Verstehe ich nicht. Okay. Truppen an die Garnison spenden. Also, pass auf. Erstmal tun wir ein bisschen aufwerten. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir so ein paar Handlampen loswerden. Elite hat er gefragt. Oh, der kommt natürlich mit. Ist ja logisch. Guter Reiter hier. Okay. Sturgianischer Bogenschütze geht da rein. Flandianische Forte ist Reiter. Der kommt zu uns. Na, das, jetzt zahlt sich das aus, dass wir hier im Endeffekt so ein bisschen absteigend sortiert haben. Denn jetzt sieht man hier, bis dahin waren es unsere Truppen. Das hier ist alles, das ist jetzt alles dazugekommen. Das heißt, die können wir sauber raushauen. Den schmeißen wir weg. Nehmen wir mit. Elite-Armbrustschütze geht weg. Flandianische abgeredete Armbrustschütze geht weg. Flandianische Kavallerie kommt zu uns. Wegelagerer, nein. Nein. Flandianische Karawanenwache ist auch gut. Nehmen wir auch mit. Weg, weg, weg. Den nehmen wir mit. Der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg. Auch verborgene Hand. Zu mir bei Skyrim oder was? Die kommen weg. Geübter Krieger, Speerträger, bewaffneter Händler, was es alles gibt. Banditen, ja, die brauche ich unbedingt. Miliz, Miliz. Batanianischer Hochgeborener, ja, du darfst da. Achso, du warst eh bei uns, glaube ich, ne? Ja. Okay, imperialer Rekrut, Plünderer, Freiwilliger, zack. Sturgianischer Bauer, alles klar, du gehst noch weg. Okay, wir haben noch knapp 30 zu viel. Boah, schau mal hier, ey. Wahnsinn, oder? Wahnsinn, was wir hier Elite-Bogenschützen dabei haben. Fast ein bisschen viel, ne? Schadet nicht, wenn die hier in der Stadt sind. Also, fand ich jetzt schon... 50 reichen, genau. 50 Elite-Bogenschützen. Ah, ja. Na, schmeißen wir die hier raus. Die brauchen wir nicht wirklich. 188, immer noch zu viel. Okay, wir spenden erstmal. Dann schauen wir uns die Truppen mal an. Ja, wir haben noch viel Infanterie. Ja, ich glaube, bei der Infanterie kann ich noch ausmisten, okay? Also nochmal an die Garnison spenden. Infanterie, dann gehen die sturgianischen Krieger raus. Sturgianische Soldaten fliegen raus. Da kommt der eine hier, fliegt auch raus. Dann fliegen die noch raus. Dann haben wir noch 7. Ja, du fliegst raus. 2 Legionäre. So, jetzt passt's. Okay. Also. Die Stadt hat
200 Garnison, das ist doch hübsch. Dann schauen wir kurz mal unsere Helden durch. Denn wir haben doch... Irgendjemand ist bei uns relativ neu dazugekommen. Ich habe es wieder vergessen. Du warst es, oder? Ach, was weiß ich. Was haben wir denn für Stiefel? 23er Stiefel. Partit hat 23. Die Indruna hat nur 22. Da wird also gleich mal getauscht. 25er Armpanzer. Wir hätten 22 im Angebot. 22, 22, 23, 26, 20. Frau Liena, hier gibt es ein paar schöne Bronze-Armschienen. Das passt auch hervorragend. Optisch viel besser dazu. Okay. Kettenhemd. Nee, da verschlechtert er sich höchstens. Das ist nicht gut. Die Diskussion hatten wir schon mal, was wir da nehmen. Nee, alles gut, okay. Ansonsten sehe ich da jetzt erstmal nichts. So, dann gehen wir in die Schmiede. Mal ein bisschen Klump einschmelzen. Jawohl. Und dann schauen wir mal, ob es hier einen tollen Auftrag gibt. Nein, natürlich nicht. War ja klar. Wäre zu leicht gewesen. Ja komm, bauen wir das Ding jetzt. Zack. Läuft. Dann haben wir hier noch einen Job. Ah, verdammt. Hat der Franz Josef wieder rumgeluscht hier. Jawohl, so muss es. Passt. Okay, Leute, Mensch, wir sind bei 37 Minuten. Ich würde sagen, mit der erfolgreichen Eroberung der Stadt Omor verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ich sage danke fürs Dabeisein beim Mountain Blade 2. Ben O'Lord, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.